Mein lieber Josef, das ist jetzt der erste Workshop im heurigen Jahr 2017. Ich muss da immer ein bisschen vorgreifen. Gell? Ja. Ich hoffe, Sie haben jetzt das erste Monat schon gut überstanden, gell, im neuen Jahr. Und wir gehen es halt voll an. Wir wissen ja, was du machen möchtest, Doppelfilter. Gell? Ja, genau. Also ich habe mich... Eben, du hast da ja schon, habe ich erzählt. Genau. Also das ist einmal in etwa die Form, wo wir mal am Telefon gesprochen haben, Doppelfilter, ungefähr die Form. Ja, ja. Und ich möchte halt, wenn das geht, Naturkante, da und da, das Mundstück auch so ein bisschen geschnörkelt. Ja, wir haben ja da eben, da hast du ja ein Foto von der Homepage damals gehabt, gell? Aber eben, das war, ist eine nette Form, es ist eine, eine Handschmeichelform. Ja, die liegt bestimmt gut in der Hand. Also man kann es schon so, du hattest da so angedeutet, mit einem Reifen machen, muss man nicht, also das müssen wir uns anschauen, wie das Holz ist. Ja. Und hinten halt die Naturkante. Das sollte jetzt halt eigentlich gar nicht der Reifen einfach nur, also dass nur das die, praktisch ja zwei Teile sind, das muss jetzt nicht. Gell, und zum Hinstellen, na, da kriegen wir schon zusammen. Das machen wir schön. Das, die Qual der Wahl, jetzt suchen wir uns schon, haben wir jetzt schon eins gefunden. Man muss halt für diese Doppelfilter mit doppelt Naturkante muss einfach zwei Stückchen zusammenschneiden. Ja. Gell? Ja. Und jetzt brauchen wir noch eins, weil wir gesagt haben, wir möchten hinten auch die Naturkante. Jetzt brauchen wir halt dann unter, eigentlich wieder so ein Stöckel. Das gibt es nicht. Wenn's, dann, gell? Also kann nicht, ein bisschen nicht so, niederer nicht sein. So hoch, nein, ist nicht aber, so viel Verschnitt. Ja, es geht vor allem dann darum, dass wir den Winkel hinten richtig haben für unsere Naturkante. Weißt du, also, gell? Wir die zwei Stücke, was wir verwenden, dass wir die Form zusammenbringen. Bandsäge, gell? Wenn man so sägt, weil du ja selber auch ein bisschen sägst. Das Schwierige ist immer, wahrscheinlich bei der Bandsäge, gell? Man schneidet da so und normalerweise ziehst du ja nicht zurück. Jetzt, wenn du unachtsam zurückziehst, gell? Dann kommt da entweder das Bandel entgegen oder es fängt an drucken, gell? Oder man hat so das Gefühl, es zieht einem mit ein, gell? Also wenn ich nicht umsonst, ist die Bandsäge die gefährlichste Säge, sagt also man. Ich mache immer ganz langsam und dann ist auch teilweise im Holz, merkst du, dass es mal leichter geht und dann wieder mehr Widerstand. Es ist ein hartes Holz. Und dann mache ich ganz langsam und ziehe auch lieber gerade und vorsichtig zurück, bevor es mich irgendwo hinzieht. Ja. Okay, muss man immer gut aufpassen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt unsere zwei Stücke und hoffen, dass wir da was Schönes zusammenbringen. Man sieht, da sieht man auch, die Maserung geht da. Also es wird wirken, als wenn es aus einem wäre, aber ist natürlich sind es zwei Stück. Also bei der, die ich von dir habe, die ist so Mahagoni, das ist ein bisschen dunkler gebeizt. Das sieht man. Schau, wir mal wo wir umgehen. Wir müssen da natürlich jetzt auch schauen, gell, wir haben unten halt auch so, sag ich mal, eine beschränkte, gell, so viel fällt vom Glint weg. Ja. Und da musst du halt schauen, dass du da jetzt nicht übergroß bist, weil man drechselt zwar dann noch einmal drüber, aber ich muss zuerst schon ungefähr allerdings, also es kann nur ein bisschen schmälern. Also es wird eine große Pfeife, gell? Ja, ist gut. Es ist so, du musst so quasi in der Geschwindigkeit musst du mitgehen. Jetzt ein bisschen, gell, am Anfang ist immer am schwierigsten, so quasi den ersten Flow so quasi brauchst. Ja. Gell, so diesen Schwung, dass es halbwegs passt. Und ich habe nachher eins, das ist ein bisschen schärfer, das Eisen, da fährt man und macht es ein bisschen tiefer. Und dann muss man aber fast immer muss ich dann ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Nur macht man so quasi zuerst dieses Gewinde und dann kommt so quasi das Weibchen dazu und das passt man einfach an, indem man probiert, bis es so viel Spiel hat, das sehen wir jetzt nachher gleich, wenn das eingespannt ist. Gell? Und jetzt machen wir mal das schön sauber. Das Holzschaft. Wahnsinn, wie gleichmäßig das wird. Ja, das hoffe ich immer. Wie wenn man bei einem Metall mit einem Gewindeschneider das aufdreht. Ja, so sieht das aus. Beim Metall ist natürlich noch mehr, dass wenn du da einmal diesen Fluss drinnen hast, nachher zieht er sich selber. Das passiert da schon auch, aber Holz ist ein bisschen unregelmäßig. Mhm. Und man sieht, wenn man genau hinsieht, dann siehst du schon, dass so kleine Schläge drin sind, gell, wo,
war das ein bisschen von der Zeichnung her. Aber meistens geht ein sehr schönes Holz leichter zum Drehen, als wir, es gibt oft einmal so Hölzer, die haben unheimliche Spannung in sich. Und da merkst du schon, das ist dann an einer Stelle so hart, weißt, dass es da einfach nicht wie geht. Wie beim Schneiden auch. Ne? Auf einmal merkst du, da ist Widerstand und da kriegst du natürlich dann auch einen Schlag mit dem Strähler. Unwahrscheinlich. Das ist einfach halt keine Maschine. Das ist halt auch wahrscheinlich so schaugenau, heißt das, gell? Da gibt es. Bei den Kindersendungen heißt es immer schaugenau. Ja, ja. Da auch. Und schauen, dass das halt alles glatt ist. Aber wie gesagt, das ist dann beim Rauchen auch, weißt du, durch das, dass dann dieser Tabaksaft, gell, sich ein bisschen dazwischen legt, ist das sowieso dicht. Da sind wir jetzt noch nicht glatt, gell? Ja, also, ja, aber das ist nicht schön wichtig. Aber ja, es ist schon toll, gell? Wird jetzt halbwegs in Ordnung sein. Es ist halt immer bei jeder Doppelfilterpfeife immer Unikat. Immer du kannst Unikat. Nicht sagen, jetzt drehe ich. Es kann zufällig passen. Wenn, dann gibt es ja dieses, gibt ja so Systempfeifen, aber das ist halt maschinell gemacht. Das ist maschinell gemacht, ja, genau. Ne? Und jetzt stecken wir das da noch an. Und jetzt tasten wir uns zu dem Unterteil. Und da muss ich schauen, ich mache das alles immer mit der Hand. Man kann das jetzt messen und so. Das heißt, 1-2 mm habe ich noch. Das geht sich, glaube ich, ganz genau aus, dass man da. Ich bin ja eigentlich kein richtiger Drechsler. Gell? Also ein Drechsler, der wird sich bei manchen von meinen Werkzeugen, wird er sich denken, was soll das, gell? Die ganz anders machen. Aber unterm Strich ist mir das Gleiche, ich möchte das Resultat. Gell? Also ich drechsle ja nicht, weil das Drechseln so schön ist, sondern ich möchte ja einfach nur mehr ersparen. Ja. Und schau halt einfach, dass das passt. Und halt der Vorteil beim Drechseln ist einfach, dass das, was du machst, halt rund bleibt. Ja. Gell? Weil es um das Zentrum um halt schön rund bleibt. Ja. Wobei das dann oft einmal, sobald ich dann überarbeiten muss, bin ich eh automatisch bei der Schleifscheibe. Also man muss zwar genau probieren, genau zu arbeiten, aber manche Sachen sind halt dann doch auch da Handarbeit. Aber es geht halt schneller, als wenn es so wie bei du kannst halt möglichst viel machen, weil du hast die Grundform. Ja. Das ist immer schon gegeben. Ja. Und da müssen wir halt auch schauen, von der Tiefe her natürlich, gell, dass man da das Gewindplatz hat und halt, dass ein bisschen ein Spiel ist nur für den Filter. Mhm. Und der geht dann auf ein bisschen, gell, da braucht auch viel Platz. Zu viel soll es auch nicht sein. Siehst du, das passt jetzt so nicht ganz. Ja. Das ist genau richtig für unser Gewinde. Und da wird das jetzt wieder umgespannt. Und dann gibt es eben diesen anderen Strähler. Gell, das Gegenstück. Das Gegenstück. Und mit dem fährt man halt da jetzt rein und lässt sich. Das ist eigentlich einfacher unter Anführungszeichen, aber man muss trotzdem. Jetzt geht es aber noch gerade um dieses Azele zu streng. Gell? Ja. Und es darf nicht zu locker sein, natürlich, weil sonst gehst du durch, ja. So quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Drehen wir durch. Also immer gefühlsmäßiges Rantasten, genau. bis es passt. Schon so ein bisschen ist gut, gell? Ja. Also jetzt sind wir an und für sich schon. Ja, aber jetzt, das sieht schon gut aus, gell? Und jetzt, ich tue dann meistens eben ein bisschen da, so ein bisschen Seifen drauf. Und oft einmal, wenn ich merke, so, es könnte vielleicht noch,
ist es meistens nicht das untere Gewind, sondern eben oft einmal ein Schlag in diesem oberen Gewinde. Gell? Und da schaut man halt dann, und wenn du da siehst, dann zum Beispiel siehst, da siehst du diese dunklen Stellen. Ja. Das heißt, da ist so ein kleiner Schlag drinnen. Und das machst du mit der Feile. Genau, und du mit der Feile da noch so ein bisschen drüber arbeiten. Und dann reicht man gar nicht so leicht vom Drechseln. Also ich möchte jetzt einmal schauen, dass wir das, den Übergang schön haben. Gell? Und dass wir möglichst viel erhalten von da. Gell? Wir haben gesagt, wir wollen eine große Pfeife. Ja. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass man ein bisschen so ein weil das wichtig ist, da braucht man dann nicht mehr viel drüber schleifen, gell, wenn das sauber ist. Das probieren wir uns jetzt. Also ein paar kleine Leute kann man weg. Es ist relativ, obwohl wir jetzt 2 mm weggekommen haben, läuft immer noch schön rum. Ja, das ist ein Zeichen, dass das alles im Plan ist. Gell? Ja. Also da tun wir jetzt gar nicht mehr. Das ist jetzt schon dermaßen glatt und vorbearbeitet. Ja, wie gesagt, alles, was ich jetzt am Gerät jetzt schon spare ich mir halt Arbeit. Gell? Und das sind jetzt auch keine von den 80er, siehst du, da ist eigentlich kein so Strich mehr drin. Mhm. Und sollte noch einer drin sein, wir müssen sowieso noch einmal drüber schleifen, weil es weg. Aber vom Holz ist es sehr schön. Sehr gut, ja. Da so also 50, das ist, gell? Aber das ist kein Einschluss. Und wenn es drin bleibt, auch wenn man sie hell lässt, ist es ja auch egal. Weil ja, ja, na, für Gott mich sei ist Dank bist entscheidend du dafür, die, dass das, die Handhabung genau. Und die Qualität vom Rauchen. Ich will ja rauchen und kein betriebenes Stück haben. Ja, ja, okay. Jetzt machen wir innen und vom Inhalt her sagst du, wie soll man sie gestalten? Eher groß oder weißt du, bei der Doppelfilter hast du nie das Problem, dass sie sehr heiß wird, durch das, dass sie ja zwei Teile sind. Ja. Gell? Also der untere Teil wird ja nie wirklich heiß. Und oben sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich so 8 mm Wandstärke ist toll, gell? Weil nachher wird sie wirklich nicht heiß. Gell? Also die durchschnittlichen Pfeifen, die ich habe, die haben eine Tiefe ungefähr von 4,5 mm. Also ja, das ist 40, 45 mm und 20 mm Durchmesser, da ist ein schönes Volumen. Genau, da und das man uns raucht. Das hin. Gell? Reicht locker. Ja. Gut. Wenn das kommt. Und ich schaue da immer, weißt, wenn ich das jetzt mir dann anschaue, dann schaue ich, daher kann ich gehen. Ja, genau. Ich mag es dann schon gern, wenn da Fleisch ist, weil da unten natürlich der Bereich unten da sollte schon einen halben Zentimeter mindestens sein. Ja. Da haben wir die Hitze. Also da, genau. Und da war da ein Schaschplatz hin. Das schaut ja interessant aus. Oder? Ja, ja. Das ist noch 12. Weißt du, das letzte, das passt. 12. Was ist das jetzt für? 12. Das ist ja so Reibale, nennt sich das. Das kannst du, um Löcher zu erweitern, und die bleiben auch schön rund. Weißt, durch die vielen Schneiden macht das mehr Sinn, als wir beim Spiralbohrer, der dann eventuell wieder mit so wie Fräse, aber nur Zeit. Ja, genau, aber es ist ein schönes rundes Loch durch die vielen Schneiden. Das kann man gleich auslassen, weil ich muss da nicht so abstechen. Gell? Jetzt lasse ich das da gleich um und drehe mir das an. Da kannst du ein bisschen arbeiten, wahrscheinlich. Die Aufgabe des Herrn Josef. Genau. Und da geht es jetzt einmal darum, dass es schön rund ist und dass man da halt nicht jetzt da irgendwie zu tief reinkommt. Jetzt weiß ich noch, so ein bisschen konisch machen. Gell? Mhm. Hier unten ist ein bisschen was rausgeschlagen, aber kriegen wir noch hin, und den Rest muss man mit der Hand machen. Gell? Machst du das jetzt, also diese Übergänge, das machst du immer mit dieser Frässcheibe, oder? Das Grobe. Da jetzt mit der,
Mit dem Bandschleifer. Genau, ja. Das schneidet man noch weg mit der Sorge, da es zu viel ist, und den Rest machen wir mit dem Bandschleifer. Mhm. Und da drinnen, diese Übergänge, gibt es dann eben diesen Schleifpilz. Gell? Also das, ja, das meine so, ich. Genau. Das ist da nachher für die Übergänge so zum Schwimmbandschleifen. Weil was man natürlich aufpassen muss, ist, dass man diese Kante jetzt da vom Gewind, dass man den nicht beschädigen. Gell? Also das muss möglichst rund bleiben. Jetzt haben wir da so einen relativ schönen Übergang, das muss man mit der Hand machen. Da tut man jetzt auch gar nicht schleifen, das machen wir jetzt mit der Schleifscheibe. Das da hinten kann man noch ausgleichen, weißt? Wir möchten auch nicht zu viel wegnehmen, weil ein bisschen Fleisch braucht man schon. Gell? Ja. Ja. Und die Bohrung nachher selber, weißt, diese Verbindung, gell, das kann man dann machen. Wenn das eine fertig ist, das muss man jetzt nicht gleichzeitig machen. Das heißt, Josef Hamburg. Gut. Okay. Ich sage das immer dazu, Josef, da kann, es kann nichts passieren. Gell? Also, im schlimmsten Fall hast du heiße Finger, gell? Aber das ist aber nicht so wild. Und du fängst jetzt einfach einmal an, ich darf jetzt also oben braucht man gar nichts tun. Tu mal nur unten, also jetzt einmal rund, das genauso rund drehen. Machen, dass dir ein bisschen zu wie tascht ist. Gell? Dass du einfach probierst, also, wie es da, geht. Mit dem. Und einfach auf den vorderen Teil. Genau. Ja. Bauen wir nachher zum Schluss, das ist jetzt gerade so. Jetzt, Josef, was sagst du? Also ich bin begeistert. Erstens mal jetzt sind wir doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten mit dem Stecker. Ja. Bin begeistert von der Pfeife. Wir haben in etwa das gemacht, was ich aufgezeichnet hatte. Holz ist sehr schön, also gar kein Einschluss, gar nichts. Holz ist ganz toll, super, auch schon nach dem Drechseln super glatt alles. Schöne Naturkante, tolles Mundstück, was noch nicht ganz fertig ist, aber schon super gedrechselt und groß, liegt super in der Hand, genau wie wir es wollten. Echt ja, toll. Fein, dann werden wir ein bisschen Brotele essen und Kaffee trinken und dann geht es weiter. Gell? Das ist sehr stark von top. Ja, das gefällt mir gut. Gell, wir sind jetzt so weit, sehr gut. Gell, dass wir sie eigentlich beizen können. Was sagst du jetzt, Josef? Ja, also ich bin begeistert von der Pfeife erstmal, von der Form. Und also toll. Und ich würde sie hell lassen, weil es schönes Holz ist. Und das ist eventuell ein bisschen dunkler. Genau. Ja, ich habe also aber schon, wo habe ich jetzt das da? Helles Braun, das ist also ein bisschen so goldiges Braun, gell, mit dem, das probieren wir mal. Und ich dachte schon, wir tun jetzt über die Pfeife drüber beizen, gell, gesamt, mit der Naturkante zusammen und dann mit dem hellen Braun. Mit dem hellen Braun und dann nehmen wir noch einmal ab und nachher tun wir sie polieren. Okay. Und ich glaube, dass das langt dann. Okay. Jetzt tun wir das jetzt schön beizen. Der dunkelbraun, das tust du einmal innen ist Gewind und vom Kopf ist Gewind. Und innen ganz? Ja, ganz genau. Das ganze weil, Ding? Ja, weil das schaut sonst so fleckig aus, weißt, wenn man das nur außen beizt. Gell? Mhm. Also ich will, dass das schön ausschaut, die Action. Genau, jetzt haben wir das wieder zusammengesetzt, so quasi innen schon gebeizt, außen kommt jetzt drüber, auch bei der Naturkante oben. Gell? Und genau, und das. Und dann schleifen wir die Überschüssige wieder ab und schauen, was rauskommt. So, haben wir da die Beize wieder abgenommen und jetzt gibt es Politur, genau, und immer überall schauen, dass das hinten ist, wo du leicht hinten ist, ja? Ist ja fast poetisch.
Josef. Muss ich sie noch einmal herzeigen, gell? Auch der Schenkerin, du hast ja den Workshop geschenkt, gell? Ja. Das ist natürlich super, ein großes Lob, gell? An die Dings. Was sagst du jetzt? Super, also es war eine ganz tolle Pfeife. Wir haben nach der Zeichnung fast identisch, ja. Also genau das, was ich mir vorgestellt habe, es ist ein super Teil, super Holz. Ja. Und eine fantastische Form und vor allem war es für mich ein toller Tag. Das von der Anreise bis zu der Gastfreundschaft hier im Haus Lorenz. Das haben übrigens einen super Kaffee, kann ich nur empfehlen. Und es war wahnsinnig interessant für mich, weil ich selber auch Pfeifen baue für den Eigenbedarf oder auch herrichte. Und ich habe unheimlich viel mitgenommen, unheimlich viel die kleinen Unsicherheiten, die ich noch habe, oder Kniffe und Tricks, wo man sagt, das so, fantastisch. Also super. War ein toller Tag und ich denke, dass ich wiederkomme. Wenn ich wieder so ein schönes Weihnachtsgeschenk kriege, so ein Workshop, dann... Vielleicht auch schon früher. Also toll. An alle Christkinder, gell, es dauert ja nur noch 11 Monate bis Weihnachten. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Genau. Also, schönen Abend noch oder was immer Sie jetzt gerade machen und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.